Herzlich willkommen, mein Name ist Rüdiger Dahlke, ich bin Arzt, Seminarleiter und heute ein Beitrag zum Thema Nervensystem. Beim Nervensystem ist ganz offensichtlich, dass die seelische Komponente, die soziale Komponente dort enorm reinspielt, die mentale Komponente. Ja, also wir sagen, uns geht etwas auf die Nerven, dann meinen wir eigentlich kaum was Materielles, sondern zum Beispiel, wenn die Hetze zu groß wird oder zu viele Aufgaben auf einmal, Multitasking, der Druck zu groß wird, das, was wir Stress nennen heute, Distress, wie Hans Selye, der österreichische Begründer dieser Stressgeschichte, Theorie der Stressgeschichte, das ist ja aus dem sozialen Umfeld entstanden, der hat zwischen Distress, dem Negativen und dem Positiven, dem Eustress, unterschieden. Also das sind die Dinge, die uns auf die Nerven gehen. Das ist heute der neue Schlüsselbegriff für die Schulmedizin. Immer wenn Sie mit Ihren Mitteln da nicht weiterkommen, dann ist Stress das Thema. Und wie sollen wir den Stress minimieren? Ja, also die Nerven, das Nervensystem ist uns gut bekannt. Die Neurologen haben das gut erforscht. Wir wissen da Bescheid. Ja, wir haben ein willkürliches Nervensystem, also wenn ich jetzt die beschließe, die rechte Hand zu heben und die Handfläche zu öffnen, dann mache ich das mit dem willkürlichen Nervensystem. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, das ist das sensible Nervensystem. Ja, also wenn ich dann die Finger aneinander reibe oder so schnalze, wie in der Schule, wenn man sich gemeldet hat, hat man es machen, schnalzt, dann ist das etwas, was ich spüre zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn es knallt. Also das sind die zwei Nervensysteme, mit denen die meisten gut vertraut sind. Aber da gibt es dann noch ein Nervensystem dazu. Das ist sozusagen das Eingeweide-Nervensystem, sagt man auch. Und das ist wiederum unterteilt in zwei Abteilungen. Ja, bei dem ersten hatten wir gesagt, da ist das Willkürliche, ich ball die Faust, ich mache das, ich mache sie auf die Hand. Und das ist das Sensible, was wir wahrnehmen. Und in dem Eingeweide-Nervensystem haben wir auch zwei Fraktionen. Das ist einmal diese sehr archetypisch männliche, dieses Fight or Flight, kämpfe oder fliehe, das aktive Sympathikus. Ist nicht deswegen sympathischer, aber man nennt das das sympathische Nervensystem. Und auf dem Gegenpol ist das archetypisch weibliche, das parasympathische Nervensystem. Oder Vagus sagt man auch dazu, das ist der Nerv, der dafür steht. Das ist der eher weibliche Pol, der Regeneration, der Erholung. Das ist etwas, was wir heute sehr im Ungleichgewicht haben, ehrlich gesagt. Ja, also wir sind viel mehr in Fight-and-Flight-Modus, aktiv, eben dieses Männliche, sein Mann stehlen, gilt da inzwischen auch für Frauen offensichtlich, Karriere machen und so, Gas geben, das Gaspedal, das wäre ein schönes Bild dafür. Ja, Bleifuß, immer auf dem Gas, immer in dieser Sympathikotonen, Innervationslage, sagt man dann. Das erschöpft uns dann irgendwann, wenn das vegetative Nervensystem in der Abteilung Parasympathikus Vagus, das archetypisch weibliche, der Regeneration viel zu kurz kommt. Ja, stell dir nur einfach mal vor, wenn du jetzt einen Herzrhythmus hast, also statt 60 zum Beispiel, habe ich jetzt wohl, und du hast aber einen, der geht schon über 80 oder 90, dann hat dein Herz, das geht dann permanent, ja, also wenn du das Herz so nimmst, dann ist es permanent am Arbeiten. Wenn es aber ruhig arbeitet, dann hat es natürlich in der Sympathikusphase sozusagen Systole, presst zusammen. Und dann kommt aber die Entspannung der Diastole. Systole, Entspannung der Diastole. Man muss ihm Zeit geben für die Diastole. Wenn das Herz rast und du ständig so mit Vollgas unterwegs bist, dann hat das Herz zu wenig Regenerationszeit. Wir müssten unserem Darm genug Regenerationszeit nehmen. Deswegen ist das Kurzzeitfasten so sehr gesund. Ich mache das über 40 Jahre, habe auch ein Buch geschrieben vor Jahren, das habe ich Kurzzeitfasten genannt. So richtig populär wurde das später und dann hat man das Intervallfasten genannt oder intermittierendes Fasten, so ein bisschen lateinisch halt eben aufwendiger, aber dasselbe wie Kurzzeitfasten. Wie gesagt, ich mache das 40, 45 Jahre, glaube ich jetzt. Ich lasse, wenn in der Normalzeit, wenn ich so zu Hause bin in Zypern, dann und zum Schreiben oder Online-Geschichten Zeit habe, dann nehme ich mir viel Zeit dafür und dann habe ich auch einfach eine Ruhe dabei bei der Arbeit und ja, geht mir gut.
in dieser Phase kann ich mich gut erholen. Da bin ich gut drauf. Wenn ich unter Druck komme, am Telefon und Mails und so weiter, dann rutsche ich in diese Sympathiketone-Phase rein. Wenn ich jetzt aber hier so für mich bin, mache ich Kurzzeitfasten. Also, da esse ich bis Mittag eins nichts, halb zwei so, und dann esse ich Peace Food, pflanzlich vollwertige Kost, in diesen sommerlichen Temperaturen hier am liebsten sogar roh, und dann essen wir frühes Abendessen um 5 Uhr oder so. Dann ist es eine kurze Zeit des Essens, da ist der Darm gefordert mit Peristaltik und so, aber es sind nur 4-5 Stunden, und den Rest der Zeit hat er Regeneration. Dann ist der Wiedereinstieg Breakfast, bei mir erst am Mittag. Oder wenn ich dann auf Vortragstour gehe, dann lasse ich das Abendessen weg vor den Vorträgen. Esse nur Frühstück und Mittagessen, auch nur eine kurze Zeit, eben Kurzzeitfasten. Viel Regenerationszeit für den Darm. Ja, und Vagus, das ist eben der zentrale Nerv für die Verdauung, das Verarbeiten. Also diese Aufteilung haben wir im Nervensystem. Und unser Nervensystem ist in der Regel so, die chinesische Medizin würde sagen, durch den Wind. Da ist das Luftelement wirklich so, wir kriegen zu viele Gedanken, Inputs und so weiter. Das Smartphone und der Laptop und dauernd alles macht Signale. Also ich würde dir zuerst, was dein Nervensystem angeht, raten, schalte all das ab, was dich verrückt macht. Ja, also mein Laptop, dem ist das ausgetrieben worden, das habe sogar ich geschafft, ich bin da kein technisches Genie. Aber der gibt mir selbstverständlich keine Nachricht, wenn da ein E-Mail kommt. Das kann ich immer noch am Abend beantworten. Ja, erlaubt doch nicht, dass dauernd Menschen in euer normales Leben einbrechen. Das ist schrecklich. Ich besitze ein Handy, das muss ich schon machen, wenn ich Fastengruppen leite und da man gar muss ein Handy dabei haben, für Notfälle. Da zahle ich meine Grundgebühr und dafür benutze ich das praktisch nicht. Nun habe ich gelernt, die Wetter-App auch noch anzuschauen. Da ist schon ein paar Vorteile, auch die Taschenlampe, die da drin ist. Torch benutze ich inzwischen. Aber doch nicht, dass ich überhaupt doch nicht im Handy, dass irgendwer jederzeit in mein Leben eindringt. Überlegt mal, was das bedeutet. Also, ein paar Leute haben meine Handynummer, weil sie unbedingt wollen, aber das nützt nichts. Also, da gehe ich nie ran. Ich höre es auch gar nicht in dem Sinne. Ne? Das ist eine Ausnahmesituation, wo ich das mal einschalte. Überlegt mal, ob ihr so Qualitätszeit für euch gewinnt, indem ihr diese Störung abschaltet. Überlegt mal, ob diese ganzen Geschichten IT-mäßig, ob die euch nützen noch. Die machen ganz viele verrückt. Ja, das Multitasking ist nicht günstig. Es schadet euch nervlich. Und diese ganzen Hilfen sind erstmal ganz schön. GPS war toll. Ich habe, glaube ich, eins der ersten gekauft. Ja, also statt da mit Landkarten und den Faltplänen da, diesem Geflatter auf dem Lenkrad, wie ich zu meinen Vorträgen gefahren bin, die ersten 20 Jahre, habe ich das ja selbst gemacht. So, die Geschichte war die, das hat mir enorm geholfen, das GPS. Aber nach ein paar Jahren war ich geografisch komplett verblödet. Deswegen habe ich, wie das mit dem Googlen losging, mir gut überlegt, will ich jetzt, so wie ich geografisch verblödet bin, eigentlich generell verblöden? Oder habe ich mich dagegen entschieden? Also ich google nicht dauernd irgendwas, sondern ganz ausnahmsweise. Ich will mir das selbst merken. Ich will die Dinge auch kombinieren, das kann Google sowieso nicht. Bei mir redet keine Siri und keine sonst wie irgendwie dazwischen. Überlegt mal, ob das euch nicht mehr verrückt macht, als es euch bringt. So, also fürs Nervensystem, das kann ich sagen. Multitasking, dauernd irgendwelche Inputs kriegen, ganz verkehrt. Macht uns nervlich fertig, wie wir sagen. Viel wichtiger für die Nerven wäre, dass wir mit unseren Aufgaben fertig werden. Ja, also, wenn du am Abend nicht schlafen kannst, hat es mit deinem Nervensystem zu tun. Wenn dir viel auf die Nerven gegangen ist und du hast viele Dinge nicht fertig gemacht, so ist das moderne Leben ja absichtlich organisiert, auch von den Firmen her. Also sollst du gar nie fertig werden, du sollst ja weiter für die Firma denken und dich engagieren in diese Richtung. Aber gut einschlafen kannst du, wenn du mit deinem Tagwerk, wie man früher gesagt hat, fertig geworden bist und nicht mit den Nerven fertig bist. Also schau mal, dass du dir
die Dinge so vornimmst, dass sie auch zu bewältigen sind für dich, dass du wirklich fertig werden kannst damit. Ja, gib auch gute Hilfen, keine Frage. Ja, also ich bin ja froh, dass ich euch jetzt über online erreiche, dass ich einen Laptop habe. Das ist für mich ein Segen. Das hat mir schon immer mehrere Sekretärinnen, ehrlich gesagt, erspart. Und es ist wirklich so hilfreich, wenn du ihn gezielt einsetzt. Aber ich habe noch nie irgendein Computerspiel gespielt darauf. Obwohl ich, glaube ich, der Erste war, der spirituelle Bücher mit dem Computer geschrieben hat. Damals noch gar nicht Laptop. So, du kannst ja selbst entscheiden, was du machst. Und nimm die Dinge, die dich nervlich unterstützen. Und nicht die Dinge, die auf die Nerven gehen. Also stellt all das Zeug ab, was dich nur stören kann. Und die Mails, die warten, ich garantiere das, ich habe die Erfahrung. Und wenn du nicht viel googelst oder gar nicht googelst, dann musst du selbst dir die Dinge merken. Das beste Hirntraining, was du dir denken kannst. Und du musst die Dinge selbst kombinieren, was du Google eh nicht macht. Das ist ein wunderbares Training, das gibt's gratis. Lass Google sein. So einfach. Überleg dir auch die Zeit, die du auf Facebook verbringst oder Instagram oder so. Ich freue mich, wenn du mich da besuchst oder Telegram, mache ich jetzt mehr, weil es nicht zensiert wird. Aber im Endeffekt, wie fühlst du dich nach so einer Zeit? Spür das einfach mal, lern das wahrnehmen. Ja? Mit dem Freund, der Freundin. Wie fühlst du dich, nachdem ihr eine Stunde Zeit miteinander verbracht habt? Dann wirst du rausfinden, ist es ein Energieräuber oder jemand, der dich erhebt, seelisch, wo er euch aufbaut. Das ist auch hilfreich für deine nervliche Situation. Und wenn du eine Stunde im Internet unterwegs warst, surfen ist unglaublich gut auf den Wellen des Meeres. Ja, mit dem Windsurfer ist es auch traumhaft. Habe ich wirklich so gern gemacht. Mache ich in der zweiten Lebenshälfte auch nicht mehr übrigens, weil es macht zwar Spaß, aber es hat ja unheimlich viel Zeit verbraucht. Und ich surfe jetzt lieber so in meinen Gedankenwelten, in der Mythologie und mit den Lebensprinzipien. Das ist eine Entscheidung, die du ja einfach für dich fällst. Aber spür mal, wie du dich danach fühlst. Da kann ich dir ziemlich sicher aus Erfahrung sagen, nach einer Stunde Windsurfen, noch dazu vielleicht in einer Brandung oder so, da bist du zwar sehr angestrengt und ziemlich ausgepowert, aber du fühlst dich richtig gut. Du hast den Wind in den Händen, das ist ein wirklich gutes Gefühl. Du machst eine Powerhalse, hast diese Schubkraft, hast dich angestrengt, aber bist du richtig gut drauf. Nach einer Stunde Surfen im Internet, spür mal selbst, wie du drauf bist. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass Lektorinnen das für mich machen. Ich mache manchmal einfach nur 3 Fragezeichen und die richten das dann. Also diesbezüglich entscheide du für dich. Das wäre ganz hilfreich und ganz wichtig. Also diesbezüglich, wir können wirklich sehr weitgehend heute auch bestimmen, erlauben wir so viele Dinge, die uns auf die Nerven gehen, oder sind wir da wirklich doch ganz konkret, ganz bei uns, sorgen für uns? Ich garantiere dir, wenn du dir was vorgenommen hast und am Abend bist du fertig, nicht mit den Nerven, sondern mit dieser Aufgabe, wunderbare Sache. Also wir haben da selbst viele Entscheidungsmöglichkeiten. Gib diesem eingeweihten Nervensystem, dem archetypisch weiblichen Pol davon, Zeit zur Regeneration, um sich zu erholen. Ja, das sind einfach die wichtigen Dinge. Also diesbezüglich, du bist selbst in der Verantwortung, Antworten zu finden auf das, was für dich wichtig ist, was du brauchst. Und ein Segen, wenn du das gut machst. Ja? Vom Nervensystem her ist das am wichtigsten, dass du dir schon Forderungen, die dich fördern, gibst. Ja, also das ist Eustress, hätte der Selye gesagt. Und den Distress, den kannst du minimieren, die Störungen ausschalten und so weiter. Ja, beim Meditieren will ich nicht gestört werden, das weiß jeder in meinem Umfeld. Das tun die auch nicht. Ja, wenn mich jemand versucht anzurufen, mit dem Handy und über die Handys von anderen und so, wenn der nichts Wichtiges zu bieten hat, kriegt er eine Abreibung. Ja, weil ich will das nicht. Ich will keine Zeit am Handys verplempern. Es bringt's nicht, ist meine Erfahrung. Also diesbezüglich, du entscheidest das. Und auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht so freundlich, weil die Leute haben so eine selbstverständliche
Präpotenz aus meiner Sicht, zu glauben, sie können jederzeit Zugriff haben zu dir. Geht doch nicht. Ich mache jetzt hier online ein Video für euch. Kann nicht sein, dass da ans Telefon klingelt. Muss ich doch sowieso abschalten. Die Frage ist, wie wichtig nehme ich mich? Also nimm dich so wichtig und dein Nervensystem. Und dann kannst du immer noch viel für deine Nerven zusätzlich tun. Keine Frage. Das ist unglaublich hilfreich für dein Nervensystem, wenn du dich gut ernährst. Das ist einfach zentral. Ja, also und die mit Abstand beste Ernährung ist die pflanzlich vollwertige. Ja, ersparst du dir 93% des Giftes. Das kommt übers Tierprotein. Gift ist nicht gut für dein Nervensystem. Lass das. Die restlichen 7% Gift, die du reinnimmst, kommen über auch die pflanzliche Ernährung. Aber das kannst du weiter minimieren, wenn du dich vollwertig ernährst. Also mach doch das, um Gottes Willen. Nimm dir vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel. Obst, Gemüse, Nüsse und so weiter. Das ist enorm beruhigend für deine Nerven. Mach auch so Dinge wie Entspannungsübungen. Ja? In Bewegung, Tai Chi, Qigong oder stille Meditation, Achtsamkeitsübungen. Die kannst du dann auf deinen ganzen Tag übergreifen lassen. Lesen ist für viele wirklich wichtig und was Beruhigendes für die Nerven. Da gibt es so eine Umfrage, was ist am wichtigsten für, oder was ist den Leuten am wichtigsten? Und das ist ganz erstaunlich. Da kommt relativ bald mal Lesen und dann allein sein, Zeit für dich allein. Ja, nimm sie dir. Gib sie dir. Ist auch schön, in der Gemeinschaft Zeit zu verbringen. Aber wirklich so Qualitätszeit. Ja, und das kannst du unterscheiden. Mach mir einfach die Übung. Wie fühle ich mich nach einer Stunde mit der, mit dem, mit denen und so weiter? Geht's mir gut? Ich habe da lange zu gebraucht, bis ich gemerkt habe, diese Dauersitzung in der 68er Zeit, in der Studentenbewegung und so weiter, es hat mich genervt. Ich bin dann draufgekommen in Vereinen, die am wenigsten tun, am wenigsten leisten bei der Friedensuniversität, die diskutieren natürlich locker bis morgens um 2 Uhr. Ich, der ich in die Klinik muss, nicht. Ich möchte, dass wir mal zu Beschlüssen kommen. Und. Ja, es hat mich total genervt, diese Dauersitzung. So, in meinen Firmen oder so, Besprechung okay, aber ja nicht dieses Dauergequatsche. Ja, wo permanent nur noch geredet wird, es nervt, also mich nervt's. Ich habe da mal so rumgefragt, meinen wichtigsten Mitarbeiter damals und immer noch Uwe, den hat's auch genervt, der ist gar nicht mehr erschienen dazu. Also ich bringe das allen schon nahe. Lass uns die Dinge klären und bereden und besprechen, aber bloß nicht in dieses nervende. Firmen ruinieren sich vieles damit, mit diesen Dauerbesprechungen, wo nichts rauskommt. Nicht, also alle mal gern geredet haben und so um den heißen Brei rum. Entscheide du. Es geht auf die Nerven, da bist du erschöpft nach so einem Tag. Wenn du nichts wirklich geleistet hast für dein Gefühl, aber dauernd Nervenanspannung produziert hast, muss er nicht sein. Also, Fasten, wunderbarer Gegenpol zu diesen dauernden Nerven. Noch besser, Fasten, Wandern. Diese Synergie von Wandern, rhythmischer Bewegung, alles Leben ist Rhythmus und alles beruhigen im Fasten und dann das noch im Wald tun, in der Natur. Ja, das ist so eine Mischung aus Natur und Kulturlandschaft in Tamanga. Das ist wirklich ein Segen, wenn du so Synergien schaffst. Und es ist so wirklich gut und wichtig für dein Nervensystem. Also, zu seiner Beruhigung, dass es runterkommen kann von diesem hohen Niveau, wo wir heute drauf eingeschossen sind, muss man schon sagen. Also, das hat schon was Aggressives eingestellt. Verstehen wir. Und da hängen wir auch oft fest. Also, gute Ernährung, Fasten, Wandern, Ausdauerbewegung im Sauerstoffgleichgewicht, Meditation in sanfter, fließender Bewegung oder auch stille Meditation, alles unglaublich gut für dein Nervensystem. Ja, in der Pyramide das Bewusstsein zur Ruhe bringen. Idealerweise die tanzenden Gedanken da wie die Affen im Baum beruhigen. Wenn du in die Stille kommst, ganz wichtig. Die Seele, sowohl Gefühl als auch Emotionen zur Ruhe bringen.
Und dann kannst du aus dieser Ruhe heraus, in der Ruhe liegt die Kraft, sagt man ja auch im Osten mit Recht, dein Verhalten bestimmen. Und dann pass auf, dass eben nicht sowas wie Multitasking in dein Leben einzieht, sondern dass du eine Aufgabe hintereinander machst. Übrigens auch der Computer macht nicht Multitasking. Ja, also du kannst ne viele Anwendungen nebenher offen lassen. Wenn du dann einen Dosencomputer hast, dann bricht er zusammen. Ja, also der hat einen Nervenzusammenbruch, grob gesagt, wenn du zu viele Sachen offen hast. Also diesbezüglich wäre es gut, die Dinge hintereinander zu machen. Der Computer macht es nur schneller. Du kannst es sehr effektiv, effizient machen, aber auch speditiv, wie die Schweizer sagen, dass es allen nutzt. Du kannst es sogar mit Hingabe machen. Immer wenn du dich gibst, ja, wenn du Begabung in dir findest, jeder hat Begabung. Und das sind deine Gaben. Wenn du die gibst und mit Hingabe gibst, sind es Geschenke auch für die anderen und auch wieder für dich. Das ist etwas, was keine Nerven kostet. Ganz wenig. Ja, also, da kriegst du Wertschätzung, du gibst Wertschätzung. Das ist ein wunderbarer Ausweg aus dieser auf die Nerven gehenden Überlastung. Also, wir waren schon mehr so im Übergang zum Körperlichen, gute Ernährung, gute Bewegung, die Säulen der Gesundheit. Zur Ernährung als Gegenpol des Fasten, die Meditation. Du kannst natürlich auch noch von der Ernährung in diesen Bereich der Kräutermedizin hineingehen, aber überhaupt in diesen Bereich, was braucht denn dein Nervensystem? Und da sind natürlich ganz wichtig die B-Vitamine, das ist keine Frage. Ja, also alle B-Vitamine sind letztlich wichtig diesbezüglich. B12, ganz wichtiger Punkt, wenn du pflanzlich vollwertig dich ernährst und möglichst das richtige Methylcobalamin. Aber ich brauche auch zum Beispiel ganz wichtig B6, weil da kann ich dann meine Träume viel besser erinnern, wenn ich das abends noch nehme. Und alle B-Vitamine wichtig, ja? Also wäre das ganz wichtig, so ein Vitamin B-Komplex ab und zu mal zu nehmen oder darauf zu achten, dass deine Ernährung so pflanzlich vollwertig ist, dass sie die alle repräsentiert. Und dann brauchst du noch unbedingt B12. Da führt kein Weg vorbei. Es gibt dann aber auch natürlich so aus der Ethnomedizin der Welt, gibt es natürlich dann auch noch sowas wie Ashwagandha, was wirklich gut ist für deine Nerven. Aber auch unsere Medizin hat herausgefunden, zum Beispiel, dass Magnesium das Mineral der Nerven ist. Also ich brauche Magnesium, das merke ich, wenn ich viel Bewegung mache. Ja, ich habe so diese Corona-Geschichte genutzt, um wieder ein Stück mehr in Form zu kommen. Brauche ich mehr Magnesium, als ich aus der pflanzlichen Nahrung ja eh schon bekomme? Weil das Magnesium ist ja im Zentrum des Chlorophyll, ja, so wie das Eisen im Zentrum des Hämoglobins ist. Also wäre auch noch so ein Aspekt, den man bedenken könnte. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass du genug Melatonin hast. Aber ich würde wirklich raten, dass das von deiner eigenen Zirbeldrüse kommt, sozusagen. Weil wenn du anfängst, Melatonin zu nehmen, dann reduzierst du die Signale, die nach oben gehen und sagen, produziere mal Melatonin. Ich nehme das nur, wenn ich mal so über Zeitzonen hinwegfliege, dass ich schnell in den neuen Rhythmus hineinkomme. Also, da gibt es eine ganze Reihe Stoffe. Natürlich ist die Melisse beruhigend, das wissen wir. Ja, also nicht gerade Klosterfrau Melissengeist mit 80-prozentigem Alkohol, ja, also im Flachmann sozusagen serviert. Das ist schon eher ein Irrtum aus meiner Sicht. Und gilt so mit der Klosterfrau und der Melisse. Die Melisse ist was Wunderbares, aber auch der Hopfen, Humulus, ja, hat was Beruhigendes, das Bier, da wissen wir. Also der Baldrian, da gibt es eine ganze Menge Stoffe aus Gottes Apotheke, die auch die Nerven beruhigen können. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, die Spitze der Pyramide ist Bewusstsein. Dass du deinen Tag so strukturierst, dass du fertig werden kannst mit den Aufgaben, dass du zufrieden bist. In diesem Sinne. Und dann hast du all diese Möglichkeiten noch. Die richtige Ernährung, Gegenpol, Fasten. Gutes Wasser ausreichend, mach einen Wassertest, wie wir es in Tamanga vor jedem Seminar in Richtung Gesundheit, Fasten, Ernährung, Meditation, mach eine Wasserprobe, dass du dein Wasser findest, was immer aus reifen Quellen kommt, dieser sensorische Test. Naja, und dann Bewegung, Meditation und so weiter. So, wenn du das alles beachtest, wirst du mit deinen Nerven prima zurande kommen. Du bist nicht fertig.
mit den Nerven, sondern mit deinen Aufgaben, die du hoffentlich mit Hingabe gibst. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Rüdiger Dack.